So, hallo zusammen, willkommen zurück. Es geht hier weiter mit dem Torschützenkönig. Torschützenkönig als Kicker, Stärke 36 inzwischen, Alter immer nur 17, Score 12. Am Montag, den 30. Oktober, und wir haben den 13. Spieltag vor uns. Und wie ihr seht, haben wir ein bisschen Geld übrig. Also habe ich gedacht, kaufen wir uns mal ein paar Skills hier beim Ailton nochmal ein. Familie, okay, Familie ist jetzt nicht so wichtig. Kopfball wäre vielleicht nicht schlecht. Nein, ich habe ganz weniger Kopfballtor in meine Karriere. Ich habe viele Tor mit meinem Linkfuß, das ist so stark. Ich habe einen sehr, sehr starken Linkfuß, mit dem rechten Fuß auch, aber mit Kopfball, ich habe ganz, ganz weniger Tor in meiner Karriere. Das ist meine Stärke. Ist nicht seine Stärke. So, Kopfball plus 5, 12 Monate kein neuer Trainer, okay. Wir haben noch ein bisschen Geld übrig. Werbung, was ist denn Werbung eigentlich? Ist nicht so, ist analysiert vor diese Werbung. Pass mit der Jesus, das von meinem Gesicht, von meiner Person, von meinem Präsident, das ist, ist kann man machen. Und ohne Spaß oder ein bisschen mehr Seriose, das passt nicht für mich. Das ist Kajit, das ist Karneval, Kajit, das ist Party, Kajit, das ist Lachen, Kajit, das ist Spaß gemacht. Und wer mit Spaß, das macht alles. Ailton macht alles mit Spaß. So, Sympathie bei den Medien plus 10%. Alle Werbeverträge plus 10%. Follower 30%. 24 Monate können wir da nichts Neues machen. Wir haben noch 116.000 übrig. Können wir da noch was kaufen? Irgendwas Cooles? Dritte Halbzeit, was ist das denn? Presse? Familie? Sonst nichts. Schussstärke, okay, das Schussstärke natürlich. Meine Meinung best. Und wenn du voll spannend schießt, ich habe die ganze Woche trainiert immer. So, mach, das ist so richtig für mich. Das ist, kann machen, gutes Schießen und Tova hat keine Chance. Jawohl, Schussstärke 10. Ja, sehr schön. Also wir haben ein bisschen Geld gemacht mit den ganzen Einnahmen in den letzten Wochen, auch mit dem unseren Gehältern, aber auch mit ein bisschen Aktien haben wir Geld verdient. Wir mal kurz gucken hier. Aktien haben wir hier. Okay, das haben wir wieder ausgegeben. Irgendwo sehen wir das auch hier. Wo ist denn unser ganzes Geld, was wir mit den Aktien verdient haben? Hier Aktienverkauf. Ja, wir haben noch einige Aktien auf dem Markt, aber die habe ich jetzt nicht verkauft. Allerdings haben wir jetzt die wichtigsten Sachen geholt. Haben wir nicht mehr so viel Geld. Also gehen wir mal direkt auf den Trainingsplatz und gucken wir mal, was wir hier reinbuttern können. Hier auf jeden Fall mal einmal Jogging rein. Achso, ich kann da nur Gefallen rein tun, vergesst das. Hier wird ja sowieso alles wieder resettet für den Monat. Machen wir mal Wochenplanung normal. Und da unser Frischer ein bisschen zurückgegangen ist, mache ich hier mal Sparflamme. Hier haben wir DFB-Pokal, erste Runde unter Haching gegen Magdeburg. Schauen wir mal, ob wir uns da durchsetzen können. Und hier mal auch den 13. Spieltag gegen 1860 München, die ja theoretisch schlechter sein sollten als wir, jedenfalls auf der Tabelle sind die hinter uns. Was machen wir denn jetzt momentan? Schnelligkeit wollte ich eigentlich noch machen. Kopfball und Schussstärke ist jetzt gestiegen. Schussstärke auf 58 immerhin jetzt schon. Wir müssten tatsächlich Cleverness mal ein bisschen trainieren, oder? Machen wir mal Cleverness. Und hier haben wir nochmal Kondition rein und Krafttraining. Und hier kann man eh nichts machen. Da lassen wir es mal durchlaufen. War kein gutes Training scheinbar. So, gegen Magdeburg im Pokal. Da bin ich mal gespannt. Wir müssen gleich mal. Wir sind um einige stärker als wir. Wir sind leider nur auf der Ersatzbank. Dann schauen wir mal. Magdeburg ist uns in allen Belangen überlegen. Können wir gleich mal gucken hier. Die sind in der zweiten Bundesliga und sogar was auf dem ersten Tabellenplatz. Das stimmt aber doch gar nicht. Die sind doch
Da war doch Schalke und HSV und so weiter, oder? Habe ich irgendwas übersehen? Naja, ist ja wurscht. Sebastian Mayer spielt auch da von Anfang an. Soll ich ihn mal auf die Aufstellung ansprechen? Ich würde lieber von Anfang an spielen. Ich würde lieber Sympathiewert ist gestiegen von gesunken zu beiden. Okay, ich bleibe auf der Ersatzbank scheinbar. Na schade. Dann ist es eben so. Und wir haben auch ein bisschen Sympathiewerte versemmelt. Hm. Dann erhöhen wir das Spieltempo für diesen DFB-Pokalspiel. Wir hatten immerhin schon mal zwei gute Chancen. Nochmal eine Chance und daneben, leider. Nochmal ein Eckball und da fehlt das Tor leider. Jetzt hat Magdeburg den ersten, die erste Chance. Wir haben noch eine Chance. Gebt Gas, Jungs. Okay, ich werde, wenn ich eingewechselt werde, gebe ich volle Pulle. Jawohl, 1:0 für uns. So, jetzt wechsle ich mal das Tempo auf 8, weil ich vermute, dass wir eingewechselt werden. Er schaut in meine Richtung. Jawohl, wir sind drinnen. Leute, jetzt gehen wir auf Vollgas hier. Wir klatschen Beifall für die Einwechslung. Und der Trainer sagt, gibt dein Bestes. Also die Fans sind ja auch nicht mehr so Also die beobachten uns tatsächlich, sind hinter uns. Weil wir auch natürlich die Sympathiewerte bei den Fans auch verbessert haben, ne? So. Noch haben wir einiges an Energie übrig. Freistoß. Oh, jetzt auf einmal ist das alles weg. Okay, ich muss hier mit der Härte und alles ein bisschen runtergehen wieder. Okay, jetzt haben wir gar keine Power mehr. Dann können wir aber auch volle Pulle machen. Die schon komplett leer sind. Leider hatten wir noch keine einzige Chance. Hier gab es leider, wurde ein Tor leider nicht gegeben. Okay, noch steht 1:0. Wichtig ist, dass wir weiterkommen im Pokal. 84. Minute, Leute. Drückt die Daumen. Spielmöglichkeit für mich. Ich gehe tatsächlich zur Eckfahne in dieses Mal. Oder? Ich habe eine Möglichkeit, einen Konter einzuladen. Ich versuche es einfach. So. Sieht sich sehr gut. Setze ich durch und hat nur eine Torchance. Okay. So, hier, Leute. Ich schieße selbst. Und schauen wir mal. Oh, drin ist er. Jawohl. Das sollte die Entscheidung sein. Ich habe den Torwart überwunden und perfekt reingemacht. Sehr schön, sehr schön. So muss das sein. So, Zweikampf von Wunguidica und er hat auch noch eine Chance. Ball wird leider gehalten. Aber wir haben Magdeburg besiegt. Den Zweitligisten haben wir rausgeschmissen aus dem DFB-Pokal und sind weitergekommen. Das ist echt wunderbar. Wir haben eine Wertung von 2 gekriegt immerhin. Sehr schön. Was macht da Elton? Ja, sehr gut. Danke, danke, Elton. Mach mal nochmal, weil es so schön war. 100% Ailton. Ja, yeah. Torinstinkt ist besser geworden. Schussstärke auch. Plus Technik, mentale Stärke. Wunderbar. Okay. Heute ist wirklich dumm gelaufen und kommt zu spät zum Training. Willst du reagieren? Reinschleichen. Mannschaft zum Essen einladen. Entschuldigen. Ich lade ihn mal zum Essen ein. Mannschaftssympathie ist gestiegen. Ein bisschen Geld. Ja, passt. Mannschaft mag uns mehr. Und damit geht die Trainingswoche weiter. Der B-Pokal kann Tobias Kempe die Torjägerwertung gewinnen. Spielvereinigung Unterhaching siegt souverän. Kann sich über einen SGK in Topform freuen. Ja, wunderbar. Was gab es hier noch so für Spiele? Jede Menge. Ja, okay, das ist jetzt ein bisschen unwichtig, weil es wirklich zu viele Spiele sind. Durchzuscrollen. So, die Auslosung sagt, dass wir gegen Leipzig spielen. Oh mein Gott. Okay, Stefan Hein und Vollert waren in der Elf des Tages. Also gegen Leipzig sehe ich ehrlich gesagt schwarz. Aber okay, was ist denn noch hier so dabei? Bochum, Berlin, Dresden, Darmstadt, Stuttgart, Augsburg und so weiter. Bayern spielt auch gegen Hoffenheim auswärts. Sehr spannend. Ist denn Dortmund noch dabei? Dortmund spielt daheim gegen Pauli. Okay, alles klar. Also wir haben schwer das losgezogen, Leute. Das war es wahrscheinlich mit dem DFB-Pokal, aber immerhin sind wir dabei. Und ja, trainingstechnisch sind wir noch hier auch noch in Action. Und dann schauen wir gleich das nächste Spiel gegen 1860 an, am 13. Spieltag. Wir sind leider wieder nicht in der Top 11.
Allerdings kommen wir der Sache langsam näher. Hopsch hat nur noch 36 und wir haben 37. Wieso werden wir nicht aufgestellt? Na gut, vielleicht sind wir ein bisschen kaputt oder so. Deswegen auf jeden Fall, die Stärke ist von 60 besser. Die sind bessere, haben bessere Werte. Das mit dem Prestige verstehe ich nicht ganz. Wieso die 60 haben, wir haben 1. Fans haben die 8, wir haben 1. Soll ich den Trainer ansprechen? Ich würde lieber von Anfang an, wenn sie ganz sicher sind bei der Aufstellung, dann ist es okay für mich. Sag ich mal, eine knappe Entscheidung, vielleicht wechsle ich dich ein, sagt er. Ich wollte ihn nicht schon wieder kritisieren, deswegen habe ich jetzt nicht gefordert. Aber auf der Taktiktafel haben wir volle Pulle, wenn wir eingewechselt werden, gehen wir auf Vollgas. Oh, okay, er steht immer noch 0:0. 60 hat aber irgendwie mehr Chancen, jetzt haben wir wieder eine. Geht leider vorbei. Komm. Heitelt die Chance. Schade. Immer noch 0:0. Mist, jetzt führt 60 mit 0:1. Ah, Mann, gegen einen schwächeren Gegner. Also auf der Tabelle schwächer, muss man dazu sagen. Werte technisch sind die besser, ne? Ah, okay. Steht immer nur 0:1 und wir sollten eventuell jetzt gleich eingewechselt werden. Und, okay, 0:2. Bei so einem Spielstand wird man ungern eingewechselt, aber wer weiß. So, der Trainer schaut in meine Richtung und wechselt mich ein. Wahrscheinlich, ja. Jetzt klatschen und der Trainer sagt, gib dein bestes Zuspiel an der Abseitskante. Deine Fähigkeiten, Schnelligkeit 44, Ballerwartungshaltung. Willst du denn? Ja, ich will's riskieren. Steht leider im Abseits. Okay, schade. Das wäre unsere Chance gewesen. Der Ball wird von Stifler zugespielt. Möchtest du reagieren? Ich schieße. Und wieder mit Ausnahme ist leicht wie immer bei mir. Mist. Ich habe zu spät geklickt. Blöd. Blöd gelaufen. Blöd gemacht auch von mir. Aber okay. Vielleicht haben wir noch eine Chance. Wäre jetzt natürlich der Anschlusstreffer gewesen. Wäre super gewesen. Zuspiel an der Abseitskante wieder. Ich riskiere es mal. Ich bin wieder im Abseits. Na gut, es ist. Okay, dann wird wieder gewechselt. 60 wechselt. Kobylanski kommt für Rieder. Was passiert hier denn noch? Wir haben noch ein bisschen Power. Ja, schade. Wir hatten eine gute Chance. Leider habe ich blöd geklickt. So. Okay, Pollard hält den Ball. 60. Minute. Okay, wir haben hier eine Chance. Oh, ich verwandle direkt. Ja. Ausführen. Drin ist er, Leute. Der Anschlusstreffer. Ja, jetzt machen wir dauernd Tore hier. Wunderbar. Fantastisches Tor. Vielleicht haben wir noch eine Chance auszugleichen. Das wäre wunderbar. Okay, wir haben schon wieder eine Chance. Ich mache es jetzt mal hier in den Innenriss. Boah, da habe ich schon fast zu spät geklickt, aber wir haben das zweite Tor auch gemacht heute. Ja, wunderbar. Und wir haben damit ausgeglichen mit zwei Toren von mir. So, mal schauen, ob wir noch eine Chance haben, eventuell auf den Führungstreffer oder ob wir verlieren. Bitte nicht, Quirin Moll, schießt daneben, Mann. Ja, nicht getroffen, sehr schön. Okay, irgendjemand wechselt wieder aus und zwar 60. Wein kommt für Frenetzi. Boah, wir haben noch ein paar Minütchen. Komischerweise gibt es hier nie Nachspielzeit. Großartig, ne? Eckball. Bitte nicht. Jawohl, Vollert hat gehalten. Ja, super. Wir haben tatsächlich einen Punkt geholt für unsere Mannschaft. Kann man sagen, fast ganz alleine. Ja gut, mit unserer Mannschaft natürlich im Rücken. Aber das war wunderbar. Wir haben eine Wertung von 2,5 erhalten. Nur, hey, hallo, wir haben zwei Tore gemacht, obwohl wir eingewechselt worden sind. Also das hätte schon eine 1 verdient, meiner Meinung nach. Hilton ist trotzdem happy. Torinstinkt ist wieder gestiegen. Schussstärke auch. Schusstechnik. Mentale Stärke. Wunderbar. Ey. Das ist echt super gelaufen. Guck mal, was die Tabelle so sagt. Vielzahl von Toren und doch nur unentschieden. Zwei Tore von SKK brachten das Unentschieden in Reichweite. Ja, das kann man wirklich so unterstreichen. Diese Wertung von 2,5 stört mich. Das ist nicht realistisch. Auf jeden Fall eine 2 mindestens sein müssen. Ne? So, wir sind nach wie vor Platz 10.
Immerhin sind wir, haben wir einen Anschluss an Rot-Weiß Essen jetzt gefunden am 13. Spieltag und Bielefeld ist nach wie vor Platz 1. In der zweiten Liga war Schalke auf Platz 1. Was war da? Magdeburg wurde doch hier angezeigt irgendwie. Die sind im Mittelfeld. Was war das denn beim DFB-Pokal für Spiel 5 Mann? Okay, Schalke ist auf Platz 1 mit 5 Punkten Vorsprung vor Berlin und 6 Punkte vor HSV und Hannover 96. Und Bayern ist auf Platz 1 in der Bundesliga und Heidenheim hat immer noch 0 Punkte nach 11 Spieltagen. Ich habe eine neue E-Mail, mein Zeitbudget wurde aufgefüllt, das Glückslevel wurde verbessert und mein Glückslevel hat sich verschlechtert. Wieso das denn? Na gut, dann schauen wir mal ins Büro, gucken wir mal die E-Mail an. Das ist die Glücksbilanz immer. Das ist Blödsinn, das lasse ich mal. Und unser Zeitbudget wurde erhöht. Dann gucken wir gleich mal hier mal ins Tablet, ob wir irgendwas hier was ändern können. Sympathie 27, der mag uns ja überhaupt nicht, der Typ. Taktikgespräch mache ich mal mit ihm. Er mag uns jetzt 5 Punkte mehr. Und die Spieler Grillabend für die Mannschaft veranstalten. Ja, das machen wir doch mal. Die Mannschaftssympathie ist gestiegen. Dann mache ich mal mit Markus Schwabbel Mitternachtstraining. Follower 1%. Ich lade ihn mal zum Essen ein. Der mag uns jetzt auch noch mehr, der Schwabbel. Und die Fans, Fanclub-Treffen mache ich nochmal. Trainer-Sympathie minus 3, mein Gott. Aber Fansympathie immerhin um 3 gestiegen. Eine Pressemitteilung machen wir mal. Okay, die Medien mögen uns nicht. ich weiß nicht, falschen Sprung im Vereinstrikot probiere ich mal. Fansympathie 3, Mediensympathie 5, Glückslevel 3, Fame 5. Okay, das hat sogar was gebracht. Ich hatte Angst gehabt, dass der dass der Trainer uns wieder noch weniger mag. Fame 0%. Wieso eigentlich? Da hätte ich, müsste ja nicht viel höher haben, oder? 141.000 Follower haben wir. Prestige 26, Zeitbudget. Haben wir nicht mehr so viel Glückslevel. 97, Partnerglückslevel 82. Und was ist hier so? Eigentum. Wir haben nicht so viel Geld, können wir nichts mehr kaufen. Immobilien, vergiss es. Persönlichkeit. Oh, wir sind mit Kampfschwein fast durch. Wunderbar. Also wir kriegen hier immer mehr so Boni. Einmal energievoll auffüllen, jawohl. Eigenschaften sind wir übrigens bei Anführer nervenstark und so ehrgeizig. Sind wir ein bisschen mehr Richtung nervenstark und mehr Richtung Anführer gegangen. Und Einfluss passt auch. So, dann gucken wir mal auf dem Trainingsblatt. Beziehungsweise, ja, okay, das Zeit ist schon weit fortgeschritten. Was machen wir denn hier noch? Wir haben nicht mehr so viel Geld. Ich würde mal da sagen, wir schauen trotzdem mal schon mal zum Trainingsplatz. Stellen wir das schon mal ein für die nächste Woche. Und ich danke schon mal euch fürs Zuschauen und würde mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, ciao. Alles klar.